Wir beginnen mit der Pressekonferenz nach dem Brückentag des VfL Osnabrück gegen Viktoria Köln. Natürlich hat auch heute der Gast das erste Wort. Herr Jansen, Ihre Analyse bitte. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Daniel, zum Sieg. Wir sind so ein bisschen auf der Reise. Ich habe schon eben gesagt, täglich grüßt das Murmeltier. Heißt, wir haben natürlich in den letzten Wochen extreme, schwere Bedingungen. Nur 10 und mehr Verletzte, eine sehr, sehr junge Mannschaft. Viele Spieler, die noch nicht bei 100% sind, weil sehr spät dazugekommen sind, das wussten wir, haben uns aber trotzdem auf die Fahne geschrieben, Haltung zu wahren und ehrlich zum Spiel zu sein und trotzdem immer zu agieren, ob mit dem Ball oder gegen den Ball. Und das war heute Abend auch nicht anders. Und ich glaube auch jeder, der im Stadion war, hat das gesehen. Leider schaffen wir es zu selten, den Ball über die Linie zu bringen. Ich glaube, dann wäre das noch mal ein spannenderes Spiel geworden. Ist das Quäntchen Glück dann auch auf der anderen Seite und beim zweiten laden wir den Gegner natürlich ein, ein Ballverlust ist natürlich bitter, aber ich denke, dass wir über weite Strecken des Spiels ein ebenbürtiger Gegner waren. Am Ende, klar, man sieht die Qualität natürlich gerade in der Offensive, das ist brutal, was Osnabrück hat und mit dem Publikum im Rücken und der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sehr schwer zu verteidigen. Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sehr weit oben landen werden in der Tabelle. Und für meine Mannschaft gilt ja genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Haltung bewahren, Kopf oben behalten und diesen Weg, den wir eingeschlagen sind, gnadenlos weitergehen. Und uns, dass wir nicht auseinanderfallen, aber da sehe ich eigentlich keine Gründe in der Mannschaft, sondern ich bin mir sicher, dass wir uns im Laufe der Saison auch für den hohen Aufwand, den wir betreiben, dann belohnen werden. Vielen Dank, Herr Jansen. Und jetzt sind wir natürlich auch auf das Statement von Daniel Scherning gespannt nach dem 100. Drittligasieg des VfL Osnabrück. Ach, guck mal an. Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Bin natürlich froh und stolz, dass wir dieses Spiel gegen eine richtig gute Mannschaft 3-0 gewonnen haben. In der ersten Halbzeit war ich auch schon eigentlich zufrieden. Wir haben gute Gegenpressing-Momente gehabt, haben in der Spieleröffnung, trotz dessen, dass wir es nicht geschafft haben, wirklich hinten raus zu spielen, dann auch versucht, variabel zu spielen, haben den einen oder anderen gezielten langen Ball dann eingestreut auf Heidi. Wussten, dass es dann natürlich um zweite Bälle geht, wo wir viele gute Momente hatten, aber der Gegner natürlich auch Situationen kreieren konnte, die dann gefährlich für uns waren. Und haben zu einer Halbzeit dann nochmal vorgenommen, natürlich gut mit den Zuschauern rauszukommen. Wussten, dass das Publikum dann in der zweiten Halbzeit natürlich auch nochmal deutlich lauter wird und haben dann auch kurz nach der Halbzeit, glaube ich, die Chance aufs 1-0 von Aaron Opoku allein vorm Torwart. Und dann haben wir eigentlich keine gute Phase gehabt, waren zu weit auseinander, haben zu viel Ballverluste gehabt und müssen dann, glaube ich, auch 0-1 hinten liegen durch den Lattenschuss und machen dann die Tore. Das 1-0 und das 2-0 natürlich zu einem guten Moment, in einer guten Phase von uns, wo wir dann auch gute Balleroberungen hatten. Beim ersten gehen wir zielstrebig in den Rücken der Abwehr über die linke Seite, bleiben dann einmal hängen und flanken dann nochmal rein. Und Heidi hat ein bisschen Glück, was ihm in den ersten beiden Heimspielen auch gefehlt hat, wo der Ball an Pfosten ging und einen Elfmeter verschossen hat. In Würzburg, jetzt halt heute hat er mal so ein Ding reingemacht, wo ein bisschen Glück dabei war. Und das Zweite zeigt natürlich dann seinen brutalen Willen, seine Qualität, seine Mentalität, da wieder so nachzugehen, ähnlich wie gegen Dortmund, einen hohen Ballgewinn zu haben und dann auch einfach sehr, sehr gut zu vollenden. Und wir haben es dann geschafft, einfach in dieser Phase auch einen Druck hochzuhalten, haben trotzdem auch Köln da den einen oder anderen guten Raum gegeben nach Ballverlust unsererseits. Und ja, nochmal, ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil wir echt auf eine richtig gute Mannschaft getroffen haben. Man hat dann auch gesehen, gerade in der ersten Halbzeit, auch was da für eine Qualität und auch Potenzial beim Gegner irgendwo da ist. Und wünsche euch alles Gute. Wie gesagt, ich habe das ja vorher gesagt, ich finde den Weg cool und gut, weil viele junge, hungrige Spieler auch auf dem Platz sind. Und wünsche euch dabei alles, alles Gute. Danke. Vielen Dank, Daniel. Mögliche Fragen der Medienvertreter, Benjamin Kraus. Ja, Frage an beide Trainer. Es gab einen Moment, der speziell war heute im Spiel, 41. Minute, längere Unterbrechung, Flutlichtausfall.
Hat das das Spiel in irgendeiner Art und Weise aus Ihrer beider Sicht beeinflusst? Und wie finden Sie das, wie das generell gehandelt worden ist mit der Nummer, dass dann halt erstmal im Halbdunkeln weitergespielt worden ist bis zur Pause und dann bei fast vollem Licht die zweite Halbzeit? Ja, wir haben uns, glaube ich, kurz abgestimmt, ob wir irgendwelche Lichtkranken dabei haben, dass sie im Dunkeln nicht sehen können, aber das war nicht der Fall. Ja, und ja, deswegen haben wir uns auch verständigt. Ich denke, das war das Beste für das Spiel, weil dass man bis zur Halbzeit kommt und danach eben schaut, dass es weitergehen kann. Und von daher ja, war das, glaube ich, eine gute Entscheidung, die 4 Minuten weiterzuspielen und dann nach der Pause dann zu schauen, wie es weitergeht. Ja, absolut, kann ich nur zustimmen. Wir haben das sehr kurz verständigt darauf, haben gesagt, okay, wir bringen das jetzt bis Halbzeit erstmal über die Bühne. Ich denke, die 4-5 Minuten, die waren auch mit den Lichtverhältnissen dann noch machbar. Und ja, dann war auch relativ schnell klar, dass es dann irgendwie weitergeht, dass irgendwie 4 von 6 Masten waren es, glaube ich, dann auch wieder voll funktionsfähig waren. Und also für mich war es jetzt kein Unterschied dann in der zweiten Halbzeit. Auf jeden Fall ein munteres Spiel, viel drin. Könnte man doch noch öfter machen am Montag, oder, Herr Scherning? Ich glaube, das hat wenig mit dem Montag zu tun. Das soll ja oder ist ja dann auch bisher in jedem Heimspiel die Art und Weise gewesen, wie wir aufgetreten sind. Und unabhängig davon, ob wir montags abends, Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag oder Freitagabend spielen.